Kännchen Milch oder ein Kännchen Sahne? Was hättet ihr gerne? Kännchen Milch oder ein Kännchen Sahne? Was wollt ihr lieber? Kännchen Milch oder Kännchen Sahne? 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 Was nehmt ihr denn lieber in euren Kaffee oder euren Tee? Hä? Ihr habt die Wahl. Denn ihr habt das Wort in der Hand. Ihr könnt rumschleudern, wie ihr wollt. Bei der nächsten Folge hier von Dreinquest. Nobus. Elefgato. Who can say you? Oh, da sind wir auch und ihr seht schon im Hintergrund. Aha, wen haben wir denn da? Das gestandene Mannsbild mit der Fetischmaske, wo möchtest du mal wieder hin? Irgendwie scheinen die Leute mich jetzt vollends zu ignorieren. Die wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Nach meinem Gedächtnisverlust der langen Abwesenheit haben die mich anscheinend komplett abgeschrieben. Ja, so sind die NPCs. Aber Gott sei Dank hab ich ja euch. Auf euch kann ich mich verlassen. Ihr seid immer da, wenn man euch braucht. Und da seht ihr oben am Glockenturm, da möchte gerade jemand den Freitod wählen scheinbar. Oder er hat sich nochmal anders überlegt. Wahrscheinlich die bessere Lösung. Denn sonst müsste ich die ganze Scheiße da unten, die ganze Kalamatsche, entsorgen. Das ist nicht so schön. Das verstehe ich auch nicht bei Suizidfällen, dass Leute sich sowas, dass sie sowas machen. Ja, das ist immer so traurig. Natürlich in vielfacher Hinsicht traurig. Einmal, dass sie sich ihr Leben nehmen, dass man ihnen geschenkt hat. Ja. Irgendeine Mutter hat sich da 9 Monate durchgequält, um die da unten rauszuschießen. Und was machen die? Die töten sich. Klar, manchmal mag es aussichtslos erscheinen, aber nie ist es so aussichtslos, dass man diese Option wählen muss. Ja? Klar, jetzt ist wirkt wie der Kodando, macht hier gleich am Anfang der Folge, ja? Fragt nach Tännchen Milch oder Kännchen hier Sahne und dann macht er einen auf Sozialtherapeuten. Nein! Mach ich nicht. Nur ich meine nur, überlegt euch das mal, wenn ich da jemand vor den Tuck wirft oder sowas. Ist ja nicht nur, dass sich da jemand tötet, sondern auch die ganzen Leute, die da mit reingezogen werden, ja. Zugfahrer, Lokführer. Die Verspätung ist natürlich, dass es zweitrangig, die da entsteht, aber der Lokführer, der arme Mann, der kann doch nichts dafür. Der kann ja nicht richtig bremsen mehr vorher. Das ist ja dramatisch. Jetzt haben wir so einen leicht schwerwiegenden, ja. Das ist kein leicht zu verdauender Einstieg, den ich gewählt habe. Aber das ist die beste Voraussetzung, um jetzt hier ganz glücklich Dächer weiter zu vervollständigen, weil der Dachboden das Schlimmste in dem Spiel ist. Und ja, da passt halt so ein Eingang. Wir müssen nämlich hier dieses verkackte Kackdach bauen. Sprich, wir brauchen Dachelemente. Wir haben Dachelemente, glaube ich, noch. Ja, sogar noch ganz viele. Wir waren nur nicht so froh gestimmt, dass wir die auch platzieren wollten. Ist nämlich richtig scheiße. Es macht gar keinen Spaß, ist kacke. Das ist das Schlimmste am Spiel, muss ich sagen. Also auf Platz 1 ist tatsächlich das Dachbauen. Auf Platz 2 kommt dann auch gleich hier diese alte Oper. Lolondo oder wie der heißt. In der japanischen Fassung. Der ist auf Platz 2. Und dann kam noch dieser alte Mann aus dem zweiten Kapitel. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Den ich da im Giftmeer versenkt habe. Der ist auf Platz 3. So, da haben wir die Top 3 der schlimmsten Dinge im Spiel. Und jetzt kommen wir zu Top Nummer 1 hier. Wir wollen nämlich diese Scheiße hier fertig bauen. Zack, komm. Ich habe das auch mittlerweile schon komplett verlernt, wie das überhaupt geht. Wir müssen das, glaube ich, einfach so hier... Ne? Ah, das wünsche ich mir übrigens nochmal. Jetzt sind wir gerade nochmal bei der Wunschshow für Teil 2, dass man komplette Dachkits einfach baut. Einfach mal hin, oben rauf geht, zack, eine Taste gedrückt und das Dach ist vervollständigt. Dass es so eine automatische Selbsterkennung hat, das wäre cool. Das würde alles so viel leichter machen. Mag man gar nicht meinen, ne? Aber bis wir das nicht haben, müssen wir leider in den sauren Apfel beißen. Und der ist verdammt sauer, der schmeckt echt richtig eklig. Da ist auch noch ein halber Wurm drin, ne? Was, du kannst... Die ist nicht in der Luft... Warum nicht? Hallo? Das ist doch... Ist doch so ein Element. Ach, da... Oh, ja, da müssen wir unten noch so ein Klecks sein. Und dann können wir es machen. Ja. Und zwar korrekt. Genau so. Zack, den hier. Ist natürlich gleich wieder der größte Akt, das wegzubauen.
was wir darunter platzieren. Geht auch bei denen nicht, ne? Doch, bei denen geht es. Ah, okay. Warum auch immer. Muss man nicht verstehen. Ist halt so. So. Dachaußenecke aufgepflanzt. Und hier haben wir dann den Aufstieg. Wir können ja hier tatsächlich ein Dachgeschoss machen. Will ich aber gar nicht. Weil das würde bedeuten, wenn wir jetzt ein Dachgeschoss machen, müssen wir gucken, auf wie hoch wir das Dach bauen. Dann müssen wir nachher noch höher sein. Und das wollen wir nicht. Nee. Nee, das reicht, das reicht. Dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, hier ein Dach hinzubauen. Was ist nur mit mir in der Vergangenheit los gewesen? Ist da irgendwas passiert, was mich nachhaltig geprägt hat? Ist euch da irgendwas aufgefallen? Irgendwelche Anormalitäten? Ich verstehe das nicht. Muss ich wahrscheinlich auch nicht. Der Mensch will ja immer alles verstehen, ja? Er kann ja nicht damit leben, mal das ein oder andere nicht zu verstehen. Deshalb fragt er immer, ja? Kausalitäten spielen eine ganz große Rolle. Ich möchte mich aber da jetzt nicht hier im Let's Play zu sowas, ja? Zu solchen schwerwiegenden Fragen wieder bringen lassen. Der Einstieg hat schon gereicht. Ne? Da muss der ein oder andere von euch vielleicht noch dran kauen. Ja, das geht nicht so schnell. Moment, ich will mal ganz kurz gucken. Hä, wie mache ich das denn jetzt hier? Das ist doch scheiße. Muss ich hier noch so einen Erdblock hinbauen? Boah, das ist nervig. Das ist echt so eine Kacke. Vor allem verkantet sich das jetzt komplett mit dem anderen Dach. Funktioniert doch gar nicht. Das ist auch perspektivisch falsch, oder? Nee, Quatsch, ist richtig. Und nee, ist falsch. Moment. Hä? Ach so, das wird dran. Ach, scheiße. Ach, das eine... Oh Gott. Oh. Sonst ist das halt ein Dach, wo eine Fliegerbombe reingelandet ist. Keine Ahnung. Weiß nicht warum, aber ist halt so. Dann erspare ich mir diese ganze Strapaze hier. So, das ist jetzt auf jeden Fall richtig. Aber hier stecken wir natürlich in einer ganz, ganz schlechten Situation. Das heißt, wir müssen einen Dachübergang schaffen. Dachübergang bedeutet immer auch zugleich, es sieht hässlich aus. Aber wir bekennen jetzt einfach mal Mut zur Hässlichkeit und machen das so. Moment. Holzbohnen, wollen wir hier mal einen platzieren kurz. Halt. Nee, da müssen wir, ganz klar. Ja. Ich weiß Bescheid. Wir müssen ja immer die Holzverkleidung verwenden. Ist das jetzt für den Boden? Nee, ne? Da bräuchten wir Holzböden. Moment, nochmal aufgeräumt und geguckt. Wir haben aber keine. Doch, 24. Reicht nicht. Holzwand, Holzboden. Nee, wir brauchen noch die Böden. Wir haben nur die Wände. Okay. Ach Gott. Allerdings, können wir uns jetzt so einiges an Arbeit sparen, wenn wir das Dach tatsächlich hier nur so auf dieser Höhe lassen und es dann mit dem anderen verbinden. Das sieht zwar nicht allzu schön aus, aber was soll's, kommt. Ist doch egal. Sind so notwendige Arbeiten, die müssen getätigt werden. Und wenn man es einmal geschafft hat, dann kann man glücklich sein. Ich überlege jetzt natürlich gerade, wie wir das hier machen. Wenn ich den hier hochzimmer, das wirkt doof. Aber wenn ich den da rein platziere, das wirkt von der Perspektive aus natürlich komplett falsch, ja klar. Sprich, wir müssen da ganz anders denken. Beziehungsweise, das heißt anders denken. Wir müssen einfach nur anders platzieren. Ich denke aber, das war schon richtig von dem Element. Wenn es dann richtig passt. Halt. So. Wobei, wenn man den Abschluss hier schon hin... Oh Gott! Da schon hinkriegt. Ich muss daraus jetzt lernen, endlich mal mit der Königsklinge abzubauen. Dass wir nicht mit einem Schlag immer alles wegreißen. So.
Nein, das war natürlich auch falsch, ganz klar. Da habt ihr recht, das war komplett falsch, Kurano. Und jetzt krieg ich's da natürlich nicht so hin, wie ich's will, ne? Doch. Jetzt kann ich den hier hinmachen. Hat natürlich hier jetzt die Kante. Das ist die Frage, wie wir damit umgehen. Das da hinten? Nee, das passt nicht. Das sieht alles scheiße aus. Wir lassen das jetzt so. Komm, ist doch kackegal. Ja. Ich brauche Holzboden. Und vor allem, was ich brauche, ist keine Erde hier oben. Die Erde muss weichen. Aber ohne, dass ich mir das Genick breche. Ich bin kurz vorm Tod, ich sehe das schon. Moment, Brote essen, dann regeneriere ich mich, ja? Denn wir haben auch wieder keine Heilutensilien. Haben wir alles wieder verschleudert gehabt. Im Kampf gegen diese eklige Lava-Hand. Och, Mann! Ich riskiere das jetzt. Ich heil mich nicht. Wenn ich sterbe, bin ich tot. Dann muss ich damit leben, dass ich tot bin. Jetzt habe ich das wieder nicht hingekriegt. So, Moment. Das gibt's doch nicht. Ey, das ist doch richtiger Rotz. Alter, ey. Oh Gott, ey. Sprich, ich muss erstmal hier wieder einen hinhauen und dann von hier der Seite den hin platzieren. Dann geht's erst. Eisenhammer ist wahrscheinlich auch zu harsch, ne? Ja. So. Nirvana, ich komme. Ein Sturz und das war's. Ich gehe das Risiko ein. Wobei ich mir jetzt gerade nicht so sicher bin, ob ich das so hinkriege. Jetzt hänge ich hier fest. Moment, aber ich krieg wenigstens schon mal diese Rand Erdung weg. So. Nein! Warum nur? Ich hau die ganzen Karten wieder ab. Nein! Ich baue mir eine Leiter nach oben. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Da habe ich es gerade mal hingekriegt. Das ist furchtbar, wirklich. Moment, ich muss mich mal kurz regenerieren. Noch ein Brot essen. Halt, aber erstmal runtersteigen, dass ich nicht noch beim Treppenabgang hier mir noch was breche. So. Also, liebe Leute. Das Stück Erde kriegen wir vom Balkon weg. Hier oben fehlen jetzt Kanten. Ich mach's jetzt wie folgt. Ja, okay, gut. Der will mich dran hindern, dass ich das Dach fertig stelle. Den reiße ich auch gleich ab, sage ich euch. So, komm. Dann machen wir es mal so. Wir bauen uns hier jetzt einen Aufstieg. Den können wir dann ganz leicht abreißen. Und ja, das Geflimmer da, dieses olle Gepiepe geht einem ziemlich auf den Senkel. Das werde ich jetzt mal unterbinden. Moment, erstmal muss ich aber hier hingehen. Gucken, ob ich irgendwo Heilung herstellen kann. Wo ging das nochmal? Hier? Hier bestimmt nicht. Ich brauche Heilung. Hier, Heilkräuter. Wie viel geht? 1. Sehr gut. Heilsalben? Heilsalben gehen mehr. Wir haben uns auch lange nicht mehr eingecremt. Man sieht das an unseren Ellbogen. Die sind schon leicht korrodiert. Da fällt schon die Haut ab. Fetzenweise. Das ist eklig. Das ist unschön. Deshalb, wir werden jetzt mal ganz kurz einmassieren. Mit richtig schöner Heilsalbe. Genau. So. Und jetzt brauchen wir Holz. Nicht in der Form, sondern als Boden. Holzbelag. Zack. Haben wir. Sprich, wir hatten anscheinend irgendwo im Inventar doch noch genug Hölzer. Und damit gehen wir jetzt nach oben. Und das ist jetzt wirklich nur so eine Schönheitssache. Dass wir jetzt die Holzverkleidung hier oben nochmal draufsetzen. Wir könnten es auch aus Erde machen, aber das finde ich irgendwie unästhetisch. Da mag jetzt der ein oder andere von euch urteilen, alles was du baust ist unästhetisch. Du bist unästhetisch. Okay, gut. Kann ich akzeptieren. Aber
Das heißt nicht, dass das Dach trotzdem unästhetisch werden soll. Das will ja noch so ein bisschen Charme behalten. Und das impliziert, dass wir hier tatsächlich auch das Innere verholzen lassen, sozusagen. So. Und dazu werden wir jetzt hier nochmal ein bisschen tätig werden. So. Und kleistern das zu. Einfach so hingehauen. Moment, die Kamera muss auch mal richtig schön meine Arbeit hier einfangen. Ha, jetzt sehen wir, das ist was, ne? Das ist ein Anblick. Das ist ein Anblick. So. Und das werden wir jetzt so umwandeln, dass wir hier, Moment, da dann noch einen Holzuntergrund haben, auf dem wir dann die Dachschindeln platzieren können. Zack. Und dann haben wir wenigstens schon mal die zentralen Dacharbeiten abgeschlossen. Das war mir immer so ein Dorn im Auge. Da habe ich mich immer vorgedrückt. Da hatte ich immer nie Bock drauf. Wisst ihr, das ist echt so eine Sache. Ganz schlimm. Moment. Jetzt wollen wir es aber endlich mal schaffen und drum machen wir das jetzt fertig an dieser Stelle. Upsala. Und dann wäre das an dieser Stelle geschafft. Upsala, komm. Erst muss ich hier... Nee. Hier zuschlagen. Doch. Okay. Erste Hürde sei damit getan. Haben wir denn noch Leiterelemente? Eins. Okay. Gut, dann lassen wir das mit dem Hochbauen auf diese Art und Weise. Da müssen wir gleich auch noch gucken, wie wir das wegkriegen. Aber erst will ich das jetzt vervollständigt haben. So und so. Komm schon. Nein, du solltest... Oh Mann. Hier. Dass man das nicht so drehen kann. Das wäre doch eine Möglichkeit, dass man sieht, wie es platziert ist und dann dreht man das mit Zutun von einem paar Drücken auf die L- oder R-Taste und dann ist es fertig. Das wäre doch die beste Lösung überhaupt, oder? Wie es zum Beispiel hier derzeit ist, was ich offscreen öfters mal spiele, hier Conan Exiles. Da kann man auch schön bauen. Da kann man immer schön die Sachen akkurat platzieren. Dann weiß man immer, wo was platziert wird. Und ja, würde ich gerne als Let's Play machen, aber ist zu nackt. Ist viel zu nackt. Kann ich nicht machen. Ja, kann man natürlich sagen, man kann die Nacktheit in dem Spiel abschalten. Ja, könnte man aber. Das macht es doch aus, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, müsst ihr mal googeln sonst. Das spiele ich noch. Eines der wenigen Spiele, die ich nicht im Rahmen eines Let's Plays spiele. Also jenseits dessen, was ihr seht. Alles andere nehme ich immer auf. Und ich kann mittlerweile tatsächlich sagen, dass ich fast, wie gesagt, nur noch zocke, wenn ich auch aufnehme. Das mag auf den einen oder anderen befremdlich klingen, aber ist tatsächlich so. Die Zeit ist ja auch so ein ganz wichtiger Faktor. Komm, ja. Oftmals schafft man es auch einfach nicht mehr, ne? Anders zu zocken. Komm, das reiße ich jetzt einfach ab hier. Halt, aber die Leiter, die wollte ich noch nicht abreißen. Ich wollte den Erdblock da weg haben. Und das Steinelement dort, was ich jetzt fälschlicherweise komplett entfernt habe. Aber dann haben wir das soweit, dass wir hier tatsächlich langsam einen Fortschritt sehen. Das brauche ich wohl nicht mehr. Das und die Leiter brauche ich nochmal. Ein letztes Mal nach oben bauen. Halt, jetzt kommt man natürlich hier wieder nicht hin, ne? Hoppala! Komm. Nein. Ach komm, ist okay. Nein, ist nicht okay. Verdammt, ich dachte, es wäre drinnen gewesen. Ja! Oh Mann, was mache ich nur? Was mache ich nur wieder? Einiges falsch, das sieht man schon. Da muss man sich halt anders zu helfen wissen.
Und ich mach das jetzt einfach so. Ich mach das jetzt einfach so. Komm. Den hier hin. Das hier noch nicht drauf. Das mache ich gleich. Doch, mache ich schon. Und jetzt brauchen wir noch einmal etwas Brot im Mund. Creme auf der Haut. Und flache Dachschindeln im Inventar. Stein müssen wir mittlerweile genug haben, dass wir das wiederherstellen können, ne? Sie fragen nur, ob das hier war. Oder an einer anderen Werkbank. An einer anderen Werkbank also scheinbar. Wo haben wir sie denn? Haben wir nicht hier diese große... Das war... Moment mal, das muss doch hier irgendwo sein. Hier. Die ist doch viel primitiver als die andere, aber es geht trotzdem hier. Und wir brauchen ein fantastisches Färbemittel. Das konnte man nicht da machen, sondern hier, glaube ich. Und davon können wir ein paar herstellen. Ein paar ist gut. Wir machen einfach mal 5. 2,5 Paar und dann geht das schon. Und mit diesem Färbemittel können wir jetzt noch ein paar Dächer machen. 50 an der Zahl. Die reichen nicht. Soweit ich das sehe. Ja, eigentlich hätte es noch ein bisschen höher sein können, aber ist mir jetzt egal. Hauptsache, es wird fertig. Ja, es reicht nicht. So ein Mist. So, dann geht das halt über. Man darf es natürlich nicht von, wenn man hier jetzt drunter steht, also zwischen den beiden Häusern und hochguckt, dann sieht das richtig schäbig aus. Auch hier ist es nicht das Allerschönste, aber ist nun mal so. Wir brauchen aber tatsächlich noch mehr Färbemittel. Sprich, brauchen wir noch mehr Schleim, ne? Ergo führt uns der nächste Weg in die Arena. Und dort werden wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich erstmal ein bisschen kämpfen. Das Dach ist fertig, da kann sich demnächst wieder jemand runterstürzen. Und da wären wir wieder bei der Selbstmord-Thematik. Liebe Leute, holt euch Hilfe! Wenn ich euch so weit getrieben habe mit diesem Let's Play, dass ihr darüber nachdenkt, holt euch Hilfe. Das ist alles keine Lösung. Hilfe holen schon, aber nicht runterspringen vom Dach. Das macht ihr nicht. Und ich muss mal ganz kurz gucken, habe ich da noch Grassamen? Grassamen, ja. 2 Stück. Müssen wir dann nutzen, um das hier wieder alles schön aufzugrünen. Machen wir hier nochmal einen hin. Dann wird es alles so wunderschön grün. Oh, ist das schön. Ist das traumhaft. Ist das toll. Ich gehe jetzt nochmal in Richtung des Hauptpostens zur Flagge der Freiheit. Von wo aus wir am Anfang der nächsten Folge zur Arena reisen werden. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Wir müssen auch noch diesen Ramboliden bauen, ja? Unser Killergefährt, das brauchen wir dann wahrscheinlich auch noch. Und darüber hinaus müssen wir auch unsere Rüstung nochmal checken, dass die auch perfekt sitzt und auch entsprechend noch im guten Zustand ist. Und sonst bleibt nichts anderes zu sagen als danke fürs Zugucken. Beim nächsten Mal geht's weiter. Beim nächsten Mal könnt ihr wieder richtig schön zuschauen, eure Augen spielen lassen, ja? Könnt ihr mit euren Augen über meinen Körper fahren und vor allem bis dahin kommentieren, liken, machen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.